Hey Freunde und herzlich willkommen zu diesem Tutorial, wie man Startlisten im ProCycling Manager 2022 erstellt. Der Prozess ist relativ simpel. Wichtig ist es, dass ihr vorher die richtige Datenbank auswählt, die ihr benutzen wollt. In dem Fall würde ich auch immer eigentlich jetzt gerade die WorldDB 2022 empfehlen. Die finde ich einfach am besten. Ich denke, mit der Meinung bin ich auch nicht alleine. Drückt dann einmal aufs Spiel erstellen, damit die quasi gesetzt ist. Und dann geht ihr hier auf die Einstellung und dann geht ihr auf Modding, Startliste und wählt dann hier das Rennen aus, für das ihr die Startliste erstellen wollt. Jetzt zum Beispiel gerade die Tour de France. Wählt dann hier das Team aus, zum Beispiel AGDR. Hier habt ihr alle Teams aufgelistet und könnt dann sagen, zum Beispiel Ben O'Connor oder so, Kalmijan, Kalmijan stimmt glaube ich gerade gar nicht mal. Am besten empfiehlt es sich dafür, die Seite Pro Cycling Stats aufzurufen, PCS. Und dort habt ihr immer die aktuellen Startlisten, damit könnt ihr dann arbeiten, eure Fahrer auswählen, dann eben zum nächsten Team gehen, das gleiche dann dort nochmal. Und dann auf Speichern schlussendlich gehen. Geht natürlich jetzt nicht, weil ich hier keine richtige komplette Startliste erstellt habe. Wenn ihr das dann gemacht habt, klickt ihr hier eben auf Speichern, Änderung speichern, könnt dann hier rein starten, wählt natürlich wieder die richtige Datenbank aus. Und wichtig ist es, dass ihr dann hier auf Laden Startliste klickt, wenn ihr dann weitergeht. Dann sollte das ungefähr so aussehen. Ich habe natürlich jetzt schon mal eine Startliste erstellt gehabt für mein Playthrough, das ihr übrigens jetzt auf meinem Channel gerade sehen könnt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann guckt euch das gerne an. Das macht richtig Bock, gerade die Tour de France mit Bohrans Groot tatsächlich so ein bisschen nebenbei zu spielen und ein bisschen drüber zu quatschen und zu sehen, ja, was im Pro Cycling Manager so möglich ist im Vergleich eben zum Real Life. Genau. So viel dazu. Ich denke mal, es ist klar, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die gerne noch in die Kommentare und ich werde mir die angucken und auch gerne beantworten. Ansonsten macht's gut, wir sehen uns und bye bye.